beim Thema unerfüllter Kinderwunsch. Am besten bleibt man bei Therapien, die lösungsorientiert sind. Also vielleicht nicht gerade jetzt in die Psychoanalyse gehen, wo man sich mit Vergangenheit beschäftigt und alte Muster hinterfragt und so weiter, sondern vielleicht wirklich einfach an den Problemen arbeiten, die eigene Gedankenmuster ihre Anpassungsfähigkeit, ihre Angemessenheit immer wieder hinterfragen. Und diese Dinge macht man am besten mit Therapien wie kognitive Verhaltenstherapie zum Beispiel. Oder es gibt auch viele Therapiearten, die sich daraus entwickelt haben, also so wie zum Beispiel kognitive Umstrukturierung und so weiter. Zusätzlich zu der psychologischen Betreuung kann man sicherlich ergänzend noch eine Ernährungs- oder Lebensberatung einbinden. Aber sicherlich eine beste und schnellste Hilfe, wenn Sie wegen dem unerfüllten Kinderwunsch psychische Probleme erfahren, ist eine kognitive Verhaltenstherapie. Der Vorteil ist auch, dass es von Krankenkassen bezahlt wird. Und dann noch etwas, was ich zu diesem Thema ergänzen möchte. Also vielleicht denken Sie jetzt, okay, wenn dieses Problem mit Psyche doch so groß ist, warum findet man keine Psychologen in Kinderwunschpraxen oder zumindest in Kinderwunschzentren? Also das würde tatsächlich sehr gut passen, aber diese Zeit ist vielleicht noch nicht gekommen, obwohl ich denke, sie kommt bald. Also sie kommt bald. Es ist vor allem denke ich, dieses Problem, dass man Kompetenzen an Schnittstellen zwischen Psychologie und Endokrinologie, unerfülltem Kinderwunsch, letztendlich schwer findet. Und ich denke, das wird sich in der Zukunft ändern und das psychische Leiden der Paare wird in der Zukunft tendenziell ernster genommen. Aber bevor es so weit kommt, nehmen Sie Ihr Leiden ernst. Weil es ist wirklich wahr, das, was Sie spüren, wenn es Ihnen schlecht geht, wenn wieder eine Periode kommt, nachdem Sie gedacht haben, okay, dieses Mal wird es klappen. Wenn eine teure und emotional und mental anstrengende Kinderwunschbehandlung scheitert. Das, was Sie spüren, ist echt. Um jetzt langsam zusammenzufassen, werde ich einmal noch die Methoden aufzählen, die in der Kinderwunschzeit helfen, um besser mit neuen Realitäten zurechtzukommen. Also das sind erstmal die ganzen Entspannungstechniken, wie schon aufgezählt, Sport und Bewegung, Gespräche, vor allem mit Frauen und mit Frauen, die ähnliche Erfahrung gerade durchmachen. Dann zum Beispiel, was noch sehr gut hilft, ist eine Schreibtherapie. Also ich bin ein ziemlich großer Fan von dieser Methode, muss ich sagen. Also mir hat es damals sehr, sehr viel geholfen. Und es ist kein Wunder, dass es zurzeit unzählige Kinderwunschblogs und Webseiten und YouTube-Kanäle gibt, in denen Frauen, die dieses Leiden und ihre Kinderwunschbehandlungen und so weiter aufarbeiten. Also wirklich so stark ist der Druck. Wenn Sie Glück haben und vielleicht jemandem helfen können mit Ihrem Wissen, oder wenn Sie das nicht können, vielleicht auf eine andere Art und Weise helfen, dass Sie sich für Menschen einsetzen oder für Tiere einsetzen, auf jeden Fall für Wesen, denen es schlechter geht als Ihnen selbst. Ja, also das lenkt ganz schön ab. Und dann gibt es noch diese Methode, also das Werk, The Work of Baron Katie, also diese radikale Akzeptanz. Auch dazu können Sie gerne im Internet suchen. Gibt es ganz, ganz, ganz wunderbare Vorträge. Also radikale Akzeptanz. Ich
war anfangs kein so großer Fan, aber ich muss sagen, ich bin immer wieder darauf gekommen und Paare sagen, dass es hilft, also zu akzeptieren, was ist. Dass eben das, was ist, auch gut ist. Und dann, wie gesagt, kognitive Umstrukturierung, also sehr ähnlich wie die kognitive Verhaltenstherapie. Ärgermanagement, also wenn Ärger und Aggression zu den anderen oder zu sich selbst eine Rolle spielen und sie merken das, dann Paare machen auch gute Erfahrungen mit Biofeedback zum Beispiel, mit Rollenspiel oder mit Familienaufstellung. Und noch von einer Methode habe ich Gutes gehört, und zwar es ist das EMDR, also Eye Movement and Desensitization Reprocessing. Also hört sich jetzt ein bisschen exotisch an, ist überhaupt nicht. Es ist eine gut bekannte, anerkannte Methode, um die Erfahrungen im Hirn anders zu verdrahten. Und die Methode basiert so ein bisschen an Augenbewegungen, so ähnlich wie bei der Hypnose, und hilft vor allem dort, wo unerfüllter Kinderwunsch mit einer Art Trauma vielleicht zusammenhängt und diese Trauma verarbeitet werden sollten. Gut. Danke, dass Sie den YouTube-Kanal von Biologin Dr. Daria Wagner besucht haben. Auf meinem Kanal finden Sie hochwertiges Wissen zum Thema Fruchtbarkeit von Frauen und Männern und auch Zugang zu den Themen, die einem breiten Publikum oft verborgen bleiben. Weitere Informationen finden Sie auf dem Kinderwunschblog www.paleo-mama.de sowie in dem Buch Eizellqualität verbessern, schwanger werden mit über 35. Und auch bei Babyglück, einem Videokurs, in dem ich zusammen mit zwei Kinderwunschärzten erkläre, wie Pimp My Eggs gelingt und wie man seinen Körper innerhalb weniger Monate babyfreundlich stimmt und auf die Schwangerschaft vorbereitet. Helfen Sie mir, diesen Kanal bekannter zu machen, indem Sie relevante Videos an Ihre Freundinnen schicken. Ihre Likes und Kommentare helfen, die YouTube-Algorithmen auf den Kanal aufmerksam zu machen, und wenn Sie auf Abonnieren klicken, dann verlieren wir uns nicht aus den Augen und Sie bekommen auch in der Zukunft Vorschläge zu meinen Videos. Danke, bis bald!